Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag. Ein Schatzkästchen mit Kurbel. Was hat's damit auf sich? Ja, durch einen Zufall habe ich dieses Gerät geerbt von meinen Großeltern und dann ging hier die Feder kaputt. Und dann habe ich eine Ersatzfeder in den 60er Jahren besorgt und habe jetzt erst wieder mitgekriegt, auf einem Zettelchen, der drinnen klebt, dass 1955 bereits ein Zahnrad nachgeschnitzt worden ist. Und als es kaputt war und die Feder ausgetauscht war, habe ich in Darmstadt, übrigens am Kernphysikalischen Institut der DA Darmstadt, haben sie mir ein Zahnrad nachgeschnitzt. Das war das zweite. Und ja, so ungefähr alle 10 Jahre wird es mal general gereinigt wieder von einem Fachmann. Früher habe ich es teilweise auch selber gemacht. Und das spielt auch, das Instrument? Das spielt. Vielleicht schauen wir uns erst mal an, wie es spielt. Ja. Genau, dann zieht man diesen Knopf hier. Erstmal aufziehen, oder? Müssen Sie? Ist ganz aufgezogen. Ist aufgezogen. Ich glaube, Sie müssen ihm etwas. Ah. Also, vielleicht darf ich Hand anlegen und mal die Platte herausnehmen. Dann können wir auch sehen, wie das Ding eigentlich funktioniert. Dieser Arm drückt eigentlich nur die Lochplatte nach unten und diese Lochplatte hat auf der Rückseite praktisch diese kleinen Stanzzähne und diese Stanzzähne reißen dann hier an dem Kamm oder an diesem Kamm die kleinen Federn an und die Federn machen dann an diesem Kamm Zungenspielwerk den Ton. Die Kiste verstärkt den Ton. Also das ist baulich, ist das ganz hervorragend. Wir werden zurückgebeamt in die Zeit vor dem Strom. Also diese Geräte sind ja im späten 19. Jahrhundert oder um die Jahrhundertwende gebaut worden, ehe sie vom Grammophon abgelöst wurden. Vielleicht noch ein paar Informationen zur Firma Symphonion. Die waren ja in Leipzig Golis und hatten hunderte von Beschäftigten dann im Ende des 19. Jahrhunderts, um diese Geräte zu produzieren. Das ist vergleichbar mit MP3-Playern heute. Also da hat man eben auch ganz viele Platten damals mit Musikstücken gehabt. Sie haben sicher auch noch mehr. 26 Platten ist natürlich alleine schon ein großer Schatz, den Sie da haben. Ich würde es jetzt eher auf die 1880er Jahre oder 1890er Jahre schätzen. Baulichen Zustand, von Zustand der Mechanik und so weiter. Genau. Und wenn Sie natürlich mit Ihrer großen Sammlung von 26 Scheiben Ihr Instrument veräußern wollen, dann haben Sie natürlich eine gute Chance. Das ist ganz klar. Wir haben heute wahlweise eben die Überlieferung von Scheiben oder aber von Spielwerken. Sie haben gleich beides. Und das ist eine ganz gute Ausgangsposition, falls Sie es loswerden wollen. Aber das wollen Sie wahrscheinlich nicht. Im Augenblick habe ich es noch nicht vor, nein. Ja. Mich würde trotzdem interessieren, was ist so ein Gerät wert und was ist so eine Platte wert? Da es ein frühes ist, trotz der kleinen Platten, kann man so pro Platte etwa 100 Euro ansetzen. Und 80 bis 100 Euro. Und für das Gerät vielleicht noch mal 700 bis 1000. Danke. Das ist so ungefähr der Wert. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr gutes Stück vorbeigebracht haben. Ja, danke. Viel Spaß damit. Danke. Auf Wiedersehen.